Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit einer neuen Art der Kundengewinnung zu beschäftigen. Mein Name ist Andreas Möller und wir starten auch direkt durch ins Thema Podcasting. Was ist also ein Podcast? Du kannst ihn vergleichen mit einer Radioshow. Bei einer Radioshow hast du einen Moderator, der spricht zu einem Thema oder interviewt jemanden und du kannst dir diese Radioshow anhören, wenn sie gesendet wird. Podcasting ist ähnlich, da ist auch ein Moderator, der seinen Podcast, also seine Show, seine Radioshow zu einem bestimmten Thema durchführt. Jede Episode dieses Podcasts ist immer dann zu hören, wenn du sie hören möchtest. Also wenn der Hörer Zeit hat, dann kann er sich das anhören, da es im Internet gespeichert ist. Mit Podcasting bist du direkt im Ohr deiner Zielgruppe. Also die Leute, die dir zuhören, das sind auch die Leute, die sich für dein Thema interessieren. Was bringt dir jetzt ein Podcast? Also zum einen die Reputation, dadurch, dass du als Experte wahrgenommen wirst, gute Informationen rausbringst, erreichst du einen Status bei den Menschen als der Experte oder die Reputation deines Unternehmens. Du wirst bekannter, hast eine höhere Reichweite und das Interessante ist auch, dass du neue und passende Kunden bekommst. Das heißt, die Leute, die dir zuhören, das sind ja auch die Leute, die mit dir resonieren, die mit dir klarkommen. Dadurch hast du die entsprechend passenden Kunden, die auch zu dir passen. Was wiederum in höheren Umsätzen fast automatisiert resultiert. Was bringt dir ein Podcast? Diese Beispielrechnung ist jetzt mit 6.000 Euro Jahresumsatz je Kunde gerechnet. Die ersten ungefähr 3 Monate ist höchstwahrscheinlich kein Umsatz durch den Podcast. So ein Mittelwert sind 3 Monate. Es können auch 6 Monate sein. Das ist halt je nach deiner Situation unterschiedlich. Dann hast du in dieser Rechnung für 9 Monate durch den Podcast nur einen Kunden pro Monat. Das heißt, du machst 1 bis 3 Folgen pro Woche. Bei einer Folge sind 4 Folgen im Monat. Und diese 4 Folgen generieren dir jeden Monat nur einen einzigen Kunden. Was kommt dabei raus? 6.000 Euro mal 9 Monate sind dann 54.000 Euro im Jahr. Bei einer Investition von 12.000 Euro hast du dann einen Ertrag von 42.000 Euro. 42.000 Euro, die du vorher nicht eingenommen hättest, die also zusätzlich zu deinem derzeitigen Umsatz generiert werden. Was ist jetzt, wenn du das Ganze mit 8.000 Euro je Kunde rechnest oder mit 2 neuen Kunden im Monat. Die 12.000 bleiben gleich, der Ertrag wird entsprechend höher. Dieses kurze Video soll nur eine Inspiration sein, um dich einfach dazu zu animieren, anders zu denken, in andere Richtungen zu denken, auch um Kunden zu generieren und um deine Reputation aufzubauen, bekannter zu werden mit deinem Unternehmen. Meine Empfehlung ist natürlich, dass du dir Unterstützung holst, um einfach die Zeit der Recherche einzusparen und natürlich auch keine Fehler zu machen im Start, im Launch deines Podcasts, so dass du von vornherein gleich richtig starten kannst. Wenn dich das inspiriert hat und du einen Podcast starten möchtest und noch Informationen brauchst oder schauen möchtest, inwiefern Unterstützung dir helfen kann, dann buch dir gerne einen kostenlosen Termin, indem wir für 30 Minuten einfach mal darüber sprechen, was für dich möglich ist, wie und ob wir dir helfen können und inwiefern es Sinn macht für dich. Ich wünsche dir dann viel Spaß mit deinem eigenen Podcast, viel Erfolg und natürlich Kunden. Falls du mehr Informationen möchtest, melde dich gerne. Wir helfen dir gerne weiter.